い、皆さんこんにちは、レナです。今日はタカが到着しましたので、たくさんお土産を持ってきました。もう信じられないぐらいお土産持ってきて、でそれを今から私の両親に見せながらちょっと説明したいと思います。 Und die Mama passt gar nicht auf. Entschuldigung. Ich rede mit den anderen. Ah, sehr schön. Wir haben euch Omiyage mitgebracht, ganz viel. Take 2 です。Also, jetzt wird die Mama auch aufpassen. Wir haben euch ganz viel Omiyage mitgebracht. Omiyage sind japanische Mitbringsel. Also einiges ist für euch zum Essen, zum Trinken. Nein, alles ist für euch zum Essen und zum Trinken. Okay. Was gibt's sonst noch? Nein, angucken. Essen und Trinken. Also wir haben ganz viel mitgebracht. Ich fange einfach mal hier an. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, dass ihr nicht wisst, was Hojicha ist. Ah, deswegen ja. Kriegt ihr jetzt Hojicha. Ah, und ja. Daneben war wohl eine Packung von... Was ist das? Genmaicha. Genmaicha. Da ist in grünem Tee Reis mit drin. Ah. Das ist auch eine ganz besondere Art von japanischem Tee. Ah, okay. Also das könnt ist ihr interessant. Das dann in einem Video beides verköstigen. Ja. Haltbar bis... Das ist die Telefonnummer! Zum 120. So. Da, hier guckst du da. Versuch's mal da nochmal. Dann kriegt ihr hier, das dürft ihr auch auspacken. Es ist das gleiche. Jetzt? Und ihr wisst auch schon, was es ist. Schön ja, verpackt, ist wie immer. Immer alles schön verpackt. Oh, schöne Kiste. Mhm. Ah, lecker, ja, ja, ja. Die Cracker. Mhm. Die mag ich sehr gerne. Darf ich eins essen? Klar. Die mögt ihr immer, oder? Mhm. Achtung. Mhm. Schön crunchy. Mhm. Mhm. Bangkok no Yukari. Genau. Aichi-ken no Tokai-shi ni tsukurareteiru Bangkok no Yukari desu. Ich lasse euch mal aufessen. Konnte, konnte. Sehr lecker. Hm? Mag ich sehr gerne. Oishi! 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 Mecha, mecha, oishi! Da merkt man, dass du unsere Videos anschaust. Ja. Das nächste ist das hier. Das hier, wisst ihr, was ist? Ja. Wisst ihr auch, was das hier ist? Nein. Sieht aus wie Seife. Soap ni mieru rashii. Seifenstückchen, genau. Nein, keine Seifenstückchen. Nein? Was ist das? Das ist Mochi. Ah. Ah, wie Reis. Genau, die sind Reis. Ganz hart, wenn du sie anfasst, ganz, yeah. Ganz hart. Und wenn du die kochst, dann werden sie ganz weich. Oder wenn du sie grillst, dann kriegen sie so ein bisschen was Knuspriges außen und innen drin werden sie schön weich und zäh. Und noch nicht sogar. Genau. Und das hier ist rote Bohnenpaste. Mhm. Daraus machen wir eine rote Bohnensuppe. Oh, und dann nein. Kommen da die Mochi da rein. Und das ist sehr gut. Ja? Sensei. Perfekt im Winter. Ah, ah. Schön warm, oder? Genau. Du hättest den Grill draußen aufgestellt. Ach so, genau. Sehr gute Idee. Also das machen wir dann ein andermal. Zum Nachtisch. Ja, ah, ja, japanischen okay. Nachtisch. So, Papa. Ah. Letztes Mal haben wir Bier mitgebracht. Ah, das ist super. Und dieses Mal kriegst du noch mehr Bier. Oh, mehr Bier. Und noch anderen Alkohol. Warte. Hier haben wir auch noch zwei. Mmh. Und dann haben wir hier Premium. Noch. Whatever. Helles. Ja. Das hier sind so die beliebtesten Bierarten, die es in Japan gibt. Mhm. Also vier Bierarten. Mhm. Premium Malts. Mhm. Und Ginga Kogen Biru. Kenn ich nicht. Okay. Das ist Weißbier, was der Taka ganz toll findet. Ah, okay. Dann Spring Valley. Das trinken gerade alle. Und das hier ist Ebis. Das ist so das Standardbier. Also diese vier Biere, die Japaner ganz toll finden und ich finde, sie schmecken alle gleich. Könnt ihr dann probieren und sagen, ob sie alle gleich schmecken. Und das da? Das hier ist ein Suntory Highball. Suntory. Weißt du, was ein Highball ist?
Das ist Whisky mit Sprudelwasser. Ach. Lecker, lecker Sake mitgebracht. Super. Die beste Sake. Ist es auch ein gutes Sake oder ein schlechtes Sake? Es ist sehr bekanntes Sake. Dasai, das kennt man so. Auch wenn keiner. Auch wenn man kein Sake-Trinker ist, dann kennt man die Marke. Ich bin mal gespannt. Und es ist auch relativ hochwertiger Sake. Sehr viel poliertes Reis. Und dann als letztes. Ah, deine. Die eingelegten. Nicht Pflaumen. Umeshu. Umeshu. Mit, da sind sogar Pflaumen drin. Ja, sehe ich schon. Genau. Und das können wir dann auch mit dem anderen Alkohol zusammen trinken und probieren. Das ist so das Einzige, was auf jeden Fall wegkommt. Wird sehr lustig. Ein sehr lustiges Fest. Genau, zu deinem. Ich habe Whisky-Soda. Nein, es gibt natürlich, wie gesagt, es gibt nicht. Es gibt Mixgetränke. Whisky-Soda gibt es schon bestimmt. Genau. Ja. In der Bar kannst du es bestellen, aber es gibt es halt nicht fertig. Im Bar, yes. Dann haben wir hier noch schön, also ich habe ja schon angekündigt, wir machen Ramen. Ah ja. Kono Ramen o tsukuritai to omimasu. Ich hoffe, gute Qualität. Do de shou? Taka. Qualität ist gut. Maruchan Seimen wa oishii yo. Hontou ni. Wirklich? Und wo ist das gute Beef dazu? Ja, das können wir nicht mitnehmen. Wie heißt das? Das tolle Beef? So. Wagyu, watashitachi wa tabete, douga de tabeta shabu shabu wo shita oniku ga mechcha hoshii itte iizukete. Ich will das auch probieren. Sugi ni motte kite itte itteta. Und das ist das hier? So, die könnt ihr jetzt probieren. Das sind drei verschiedene Arten von der gleichen Art Süßigkeit. Die heißen Taki no Panne. Nein, das ist was Salziges. Ah. Ah ja, Saltis. Chili Pepper. Ah, Chili Pepper, das finde ich. Taki no Tane no 3 Shurui arimasu. So, da lebt sonst auch so. Kaki no Tane no Namae wa doko kara kite no? Nan no Kaki? Nan no Tane? Schmeckt gut? Ma, ni. Scharf? Ne. Das ist ein Chili hier. Kokyu na Kaki no Tane da ne? Schmeckt auch gut. Aber gar nicht Chili irgendwie. Nee, sehr wenig. Ein bisschen pikant. Pikant. Auch lecker, aber auch nicht fischig. Nee, nicht so wirklich viel. Haben wir hier eine ganze Tüte voll Süßigkeit. Wir haben ja ein Video gemacht mit den ganzen leckeren Schokosachen. Ja. Ah, Schokolade, oishikatta? Oishikatta. War es lecker? Ja. Die Schokolade? War lecker. Ja. Japanisch Schokolade? Ja. Und jetzt sind hier quasi nur noch salzige Sachen übrig, hauptsächlich. Da machen wir dann ein anderes Video drüber. Aber ich habe ein paar Sachen, die nicht salzig sind, die wir vielleicht heute jetzt probieren können. Nämlich, das hier sind eine ganz besondere Art teure Gummibärchen. Die sehen aus wie... Nein, Pflaumen. Nein, wie Trauben. Trauben. Und die schmecken auch wie Trauben. Kannst du das mal auch mal noch eine Auge probieren? Kororo. Dann schmeckt man mal. Ja, man kann sie schon riechen. Wirklich? Ah ja. Riechen wie Gummibärchen. Ja, aber es ist wie eine Traube. Schmeckt gut. Chisaku natteru yo, zettai ni. Hontou da, chichaku natteru. Die sparen. Chichaku natte kasu ga soeta nanai. Konna hai te nakatta. Ist aber sehr gut. Die waren größer, wirklich. Die waren so groß. Da waren quasi nur 6 Stück drin oder sowas, aber sie waren schön groß. Was ist das, Apfel? Ja, aber was anderes. Und ich dachte, der Papa mag ja Gelee-Zeug. Was ist das denn? Gelee-Zeug. Warum? Das muss man so. Genau. Good job. So muss man machen. Ja. Steht da in der Anleitung. Oh, ja, so. Ist es jetzt nicht ersticken? Auf einmal ist es so. Also definitiv nicht so kleine Kinder, das ist dann so. Ja, irgendwie. Sogar, steht sogar drauf hier. Nicht für kleine Kinder und alte Leute. Doch. Das dachte ich mir, dass
Nachbar vielleicht schmeckt. Ist schön für mich. Aber hier hast du noch Oshi. Kann ich mir vorstellen, ja. Und jetzt sind wir am Ende angekommen. Ach, was ist das denn? Das sind die Weihnachtspresents. Das hier sind die Geschenke von den Eltern. Ja. Aber das machen wir erst im nächsten Video auf. Ja. Ja. Das hier sind ganz tolle Wagashi, da könnt ihr euch drüber freuen. Ah, ja, sehr genau, sehr schön. Dann haben wir ein paar Sachen mitgebracht. Immer kriegt ihr so viel Zeug. Ja. Ich glaube, das ist meine Packung, Schatz. Genau, deswegen habt ihr zwei Packungen gekriegt. Nein, nein. Damit sich keiner streiten. Kono douga wa koko de owari ni shimasu. Tanoshikatta nara zehi iine botan oshite kudasai. Channel touroku mo yoroshiku onegai shimasu. では、また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。じゃあね。